Zweimal sieben. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Dass die Medien oft ein, was heißt oft, meistens ein sehr, sehr verzerrtes Bild von einem sogenannten Star abgeben. Meine Damen und Herren, die magische Mozartkugel. Bitte? Also wenn ich am Abend nach Hause komme und den Fernseher aufdrehe, um mich zu entspannen, dann wünsche ich mir eigentlich nur eines, 2 mal 7. Wer nur etwas Fantasie hat, Fantasie, wird sich ganz gewiss vorstellen können, wie hübsch der Mond aussehen wird, wenn er erst einmal mit den wohlbekannten, preiswerten Hitchcock-Heimen übersät ist. Was ich sagen möchte, ist, da. Haben Sie das schon erlebt? Das können Sie noch gar nicht erlebt haben, denn der Pop Amadeus, der Oscar der heimischen Plattenbranche, wurde heuer erstmals vergeben. Du gibst und nimmst so viel, nur du, spielst so ein heißes Spiel. Was der österreichischen Schallplattenindustrie bisher nicht gelungen ist, ist jetzt einem sehr prominenten Softdrinkhersteller, böse Zungen sagen auch einer Kracherl-Firma, gelungen, nämlich also unsere Exportartikel vom Austropop her werden einmal nominiert zumindest und werden dann mit Preisen versehen und so. Heute ist für eine sehr tugendhafte Sache. Was wäre Österreichs Pophimmel ohne den Höhenflug des Falken? Unser Ehrengast erntete natürlich die ihm gebührenden Lorbeeren. Die ORF-Sportredaktion hat einen speziellen Telefonkundendienst eingerichtet. Allfälligen Weltmeisterschaftskummer können Sie da zwar nicht loswerden, dafür erfahren Sie von Experten alles, was Sie zum Thema Fußball noch nicht gewusst haben. Ein Bild von einem Vater mit zugehöriger Tochter. In diesem Sinne. Dieser junge Mann hier behauptet, mein Sohn zu sein. Also ich würde es auf Anhieb nicht so glauben. Ne? Müsste man schon also deutliche Merkmale feststellen können, Merkmale der Ähnlichkeit oder so irgendwie. Sieht man doch, oder? Da eindeutig meine Tochter, oder? Treue habe ich nie gehalten und deswegen habe ich sehr viel Unglück angerichtet. Kokoschka, einer der wirklich großen Vertreter der Kunst dieses Landes, der eines gemacht hat, wie viele andere Künstler ja auch, nämlich er ist in die Schweiz gegangen. Aber er ist wahrscheinlich der Einzige, der wieder eingebürgert wurde, ohne dass er es selber gewusst hat, nämlich der Herr Dr. Kreisky hat ihn bei sich zu Hause angemeldet. Ne? Wunderbar. Ich glaube, dass ich permanent meinen Beitrag zur österreichischen Volksmusik leiste. Ich sehe das nicht als Pop, Rock, Rap, Funk. Oder sonst was, das ist ganz einfach eine Wiedergabe der Spiegelung des Umfeldes da. Insofern ist es Volksmusik. Goldie Hawn als amerikanische Touristin ist eine Mussbesetzung. Die kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Könnte ich vielleicht. Warum spielt sie nicht die Szene von mir? Ja, warum eigentlich nicht? Denn Falco nahm sich Fellinis legendäre Filmszene zum Vorbild. Und damit sind wir endgültig bei unserer Quizfrage. Im Original wurde das gespielt von Anita Ekberg und Marcello Mastroianni. Wie heißt der Film? Die Antwort auf eine Postkarte an den ORF, 2x7, 1136 Wien. Einsendeschluss ist der kommende Donnerstag. Dem Gewinner versüßen wir das Leben mit einem Mini-Farbfernseher. Schnitt. Ach, hör doch auf. Ich bin seit heute früh um 7 unterwegs und guck mal, wie spät es jetzt ist. Wenn ich in Leiden in die Schwarzwaldklinik gehen würde, dann kann ich sagen, nur mit Bauchweh. So. Ich habe ihn so geschätzt, dass mir meine Kinder mit Recht, glaube ich, eine ganze Karl-Fackel-Ausgabe geschenkt haben. Zu Karl Kraus, ne? Wenn dieser Mann heute leben würde, glaube ich, hätte er also seine Freude. Da hätte er über Föh zu berichten. Einer, der sich also immer gerichtet hat gegen Spießbürgertum, gegen Korruption, gegen dieses und jenes. Zum 50. Todestag, jetzt die letzten Tage der Menschheit, gelesen von Helmut Qualtinger.
quasi, wenn du uns siehst, alles Gute. Quasi ist im Spital, glaube ich, wenn er uns sieht, wir warten auf dich. Sehr tugendhafte Aufgabe ist, zu helfen, aber es gibt halt pro Jahr nur einen Friedensnobelpreis. Vielleicht trägt diese Sendung dazu bei, dass es der Richtige kriegt. Gefragt, wie ich mir meinen künftigen Schwiegersohn vorstelle. Also ich würde sie am liebsten alle rausschmeißen, ja, aber es wird mir nicht erspart bleiben, auch irgendwann einmal Schwiegervater zu werden. Das Hirn mit Ei möchte ich nur gern verbrauen. Ich hasse München. Ich hasse diese Stadt. Ah, das hasst er, das liebe ich, die Madeln zumindest. Und das Weißbier. Ich liebe Richard Wagner, Edgar Allan Poe, den Schriftsteller. Ja, den liebe ich auch. Nervenkitzel ist sicherlich was sehr Unterhaltsames. Flötenpoll. Naja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noch immer 2 mal 7. Das war die magische Mozartkugel. Wunder.